Hallo. Kann ich auch gar nicht wissen, wenn Sie hallo sagen. Schönen guten Tag, ich bin die Frau Miro von der Energieversorgung Goldgas und möchte gerne mit den Herrn Dimitri Sommer sprechen. Ja, einen Moment bitte. Emil, Danke. Telefon. Ja, ich komme. Einfach mal eine Frau Maria Ja, zu mir. bitteschön. Jetzt mag ich mal Hallo, Dimitri. Ja? Hallo. Hallo, Herr Sommer. Ich bin die Frau Miro von der Energieversorgung Goldgas. Hallo. Sind Sie. Hallo. Weswegen ich anrufe. Sie hatten doch vor kurzem mal einige Fragen zum Thema Gas und Strom beantwortet. Und dass wir uns eben nochmal melden, um einfach mal zu schauen, dass man weniger bezahlen kann. Ich weiß Okay. nicht, Herr Sommer, was. Ja, ich habe verstanden. Ich habe Ach so, verstanden. was zahlen Sie monatlich an Gas? Das ist eine gute Frage. Jetzt kommen wir so schnell von Schnitzel auf Gas. Was zahlen wir für Gas, Bled? 45 Euro, sagt er. Keine Ahnung. Und Strom? Das weiß ich sogar. 75. Okay. Das hört sich mal gut an. Sind Sie mit Gas bei der Gasag oder? Da könnten Sie mich genauso gut nach irgendwelchen Planeten fragen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wer macht Weiß denn die ich nicht. Sachen für Strom und Gas? Ah ja, die Stadtwerken. Ist, ja, nein, ich meine, wer ist bei Ihnen zuständig für Strom- und Gassachen? Sie oder Ihre Frau oder? Ne, meine Kumpel hat die Gasgeschichte mal gemacht, weil da habe ich keine Ahnung. Und ich habe die Stromgeschichten gemacht, weil da hat er keine Ahnung. Das ist hier so, Ach so. wie bei Armee. Jeder macht, was kann der am besten. Stimmt. Da. Okay. Oh, schön, dass Sie sich freuen über unser geordnetes Chaos. Tja, muss auch sein, ne? Natürlich. Herr Sommer, wissen Sie, was Sie bei Strom für einen Jahresverbrauch haben? Warte mal, ich habe das hier irgendwo, warte mal, muss das raussuchen. Das ist ja dann, oh, weg, das wollte ich gar nicht machen, mal 12 ist dann 900 Euro. 900 Euro. Nein, ich meine die Jahresverbrauch in Kilowattzahl, was Sie im Jahr verbraucht haben. Woher soll ich das denn wissen? Ah, einfach mal die letzte Endabrechnung raussuchen für Strom und Gas. Da steht alles drauf. Einfach Können Sie gleich mal Ihren Kumpel fragen. raussuchen. Ja, wie lange haben Sie denn Zeit? Weil ich bin schlecht mit so Sachen. Also, ich habe bis 20 Uhr Zeit. So ist es nicht. Ich habe positive Feedback. Ich glaube, das können wir schaffen. Ich glaube, Das wir können wir können das schaffen. schaffen, aber wir müssen uns anstrengen. Was, das ist so, Rechnung, ja? Aber ne, die buchen immer ab. Ich kriege keine Rechnung. Doch, man kriegt doch eine Jahresendabrechnung vom Energie- und Gasanbieter. Ach, diese eine da, ja, einen Moment, muss mal gucken, wo ist das? Irgendwo habe ich das mal gesehen, aber könnte länger her sein, weil Jahresende war ja vor einem Jahr, blöd. Ah. Weil das wird jetzt ja wahrscheinlich demnächst wieder irgendwann kommen. Ja, schätze ich mal, dann Ende Dezember bestimmt, ne? Ja, da ist meistens ist Jahresende bei Dezember, aber nur meistens. Nur meistens. Oh, ich habe auch schon anders erlebt, weil wir Russen feiern Neujahr ja im Februar. Deswegen. Okay, das ist Krankenkasse, das will ich nicht haben, zumindest nicht jetzt. Was ist das? Zombiespiel wollen wir auch nicht haben. Bled, wo kannst du Vertragsmappe hinlegen, Suka? Ja, dann hol das her, Bled, das ist ein Fahrschulkram, da kann ich ja ewig suchen. Du hast nicht mal Führerschein für Deo-Roller, jetzt bring das hierher, Bled. Brauchst gar nicht zu so gucken. Ja, das wollte ich doch haben. Ich hätte noch ewig gesucht. Zweitausendeinhundertdreiundachtzig. Okay, gehen wir mal auf 2200. Runden wir gleich mal auf. Aufrunden. Ja. Ist immer gut. Wenn wir bei Rechnung dann abrunden, ist das gute Deal. Einmal höher, einmal runter. Richtig. Richtig. Sie sind gute Geschäftspartner. Also, ich biete Ihnen Gas an
Für 2200 Kilowatt für 59,19 € im Monat Strom. Jetzt bin ich Verwirrung. Warum? Jetzt haben Sie gesagt für Gas, dann haben Sie für Strom gesagt. Dann ja, ich habe mich vertan, ich meinte Strom. Ah. Weil normalerweise rechne ich immer erst mit Gas und dann mit Strom. Aber jetzt rechne ich ja erstmal mit Strom. Ne? Ah, die Nein, Strom, 2200 Kilowatt. Irgendwie habe ich diesen Einfluss auf Menschen. Ich weiß nicht, warum. Ne? Ich mach also, ein ganzes Teil weniger. Ne? Was soll ich jetzt bezahlen? Bei uns zahlen Sie bloß 59,19 €. Das sind ja fast 20 € weniger, blöd. Haben oder nicht haben, ne? Na, was macht ihr mit dem Strom? Ist das geklaut aus Polen? Nee, ist nicht geklaut. Habt ihr Solarzellen? Nur der Arbeitspreis ist niedriger. Nur darum geht's. Ja, so, können Sie nochmal versuchen rauszukriegen, wie es bei Gas ist, wie da der Jahresverbrauch ist? Kannst du ja mal deinen Kumpel fragen? Rakesh, komm her! Klär das, blöd, ich verstehe nichts davon. Hallo? Ja? Hallo? Was soll ich machen? Ich wollte von ihm mal wissen, was Sie für einen Jahresverbrauch bei Gas haben. Muss ich mal kurz reintippen. 540 Euro. 45 Euro zahlen Sie. Mhm. Ja, mal 12, und dann sind wir bei 540 Euro. Mhm. Können Sie auch den Jahresverbrauch in Kilowatt zahlen? Was ist da das Umrechnungsfaktor? Also man kann in Kubik, ne, denn wenn man es Kubik hat, rechnet man mal 10. Von und wenn man das Kilowatt zahlt. Von Europa auf Kilogramm, wie kann man das umrechnen? Also nehmen wir mal an, haben Sie einen Jahresverbrauch bei Gas von 4000 Kilowatt im Jahr? 540 Euro. Was muss man jetzt damit rechnen? Was, 500? 40 Euro. Europa? Ja. 540 haben Sie im Jahr bezahlt, oder wie? Ja, ja. 540 Euro. Ach so. 540. Ja, sind 45 Euro im Monat, diese Zahl, ne? Ja, das habe ich ja vorher schon wissen. Ich glaub, das so ist es, ne? Das ist geheime Technik. So, und jetzt brauche ich bloß den Jahresverbrauch, was Sie verbraucht haben im Jahr an Kilowattstunden bei Gas. Ja, das habe ich ja verstanden. Und jetzt ist das Frage, wie kann man das Umrechnung machen? Warum umrechnen? Ja, wenn ich nur das 540 habe, dann muss man ja Umrechnung machen. Ich kann das nicht machen. Ich muss das Formel haben. Da brauchen Sie nichts umrechnen. Na, du musst das doch rauskriegen. Ach so. Ja, Kilowattzahl und Grundpreis rechnen. Ah, warten Sie. Ich weiß ja nicht, was Sie für einen Kilowattverbrauch haben im Jahr. Ja, ich auch nicht. Darum will ich das ja ausrechnen. Wie der Arbeitspreis ist bei Ihnen. Ja, also das, ich hab hier das, vielleicht hilft es. Das bei den Heizungen steht Thermolux drinnen. Thermolux? Ja. Man hat doch immer so einen Arbeitspreis für die Kilowattstunde. Haben wir auch. Was ist mit Ich weiß ja nicht, wie bei Ihnen der Arbeitspreis ist für die Kilowattstunde. Ich auch nicht. Woher soll ich das wissen? Ja. Weil man kann immer nur mit dem Arbeitspreis und dem Grundpreis rechnen, was der Kunde auch wirklich hat, um das umzurechnen. Ja, und was wird bei Sie kosten? Wie bitte? Was soll bei Sie denn Gas kosten? Also wenn ich jetzt mal ich biete Ihnen einen Arbeitspreis an für die Kilowattstunde bei uns von 4,48 € brutto. Was ist das? Arbeitspreis ist für je Kilowattstunde. Gibt's immer einen Arbeitspreis. Ja, und das muss man dann für jeden bezahlen? Richtig, für jede Kilowattstunde. Okay. Na, und wenn ich jetzt mit 5000 Kilowatt rechne. Ja. Na? Oh Mann, ist immer so. Formel. Ich will Formel haben, ich möchte auch rechnen. Wie bitte? Ich möchte bitte mitrechnen. Können Sie Formel sagen? Sie fangen an zu schreiben. Hallo? Also, ich habe jetzt mit 5000 Kilowatt gerechnet, würden Sie bei uns zahlen 31,15 €. Okay, ist das viel? Das ist wenig.
Ne, wenn Sie jetzt 45 Euro zahlen, ne, und bei uns ja. nur 31,15 Euro, ist es wenig. Okay. Ja, das, no? ja, ja halt. Das ist richtig, aber das Kilogramm, ist das, kann man damit leben? Hallo? Madame? Hallo. Ich habe eine Frage. Haben Sie eine Endabrechnung von Gas? Ein was bitte? Eine Jahresendabrechnung für Gas. Das Rechnung? So eine Jahresendabrechnung, so wie Ihr Kumpel Strom hat, eine Jahresendabrechnung. Soll ich das suchen? Hallo? Hallo? Soll ich das suchen? Hallo? Hallo? Soll ich das raussuchen? Fragezeichen. Ja, das wäre ganz lieb. Ja, eine Du musst es mal suchen. Könntest du wieder geben? Hallo? Ja. Oh, große Theater. Warum? Es ist Brückentag. Wir haben gestern Party. Es ist alles noch nicht wirklich wach hier. Ach so. Da, der Kollege, der kann auch kaum laufen. Ach so. Passen Sie auf, wir machen es andersrum. Sie werden erstmal wieder munter? Ich bin total munter. Nachher um 15 Uhr kommt mein Freundin, dann geht weiter Party. Muss also dann geht's weiter Party. Ja, morgen ist Feiertag, Blöd, müssen wir trinken. Ja, nun ist richtig. Möchtest du auch Wodka? Eine kleine Wodka. Hallo, Madame. Ja, ja, ich bin noch da. Soll ich auch Wodka bei Ihnen geben? Ja, gern. So, was möchten Sie dazu trinken? Oder sind Sie hardcore und trinken das pur, Blöd? Wodka trinkt man am besten pur. Das ist gute Einstellung. Das, wie lange halten Sie aus, Wodka zu trinken, ohne Chaotik? Ich halte lange aus. Ach, Herausforderung angenommen. Wir müssen Duell machen. Wann und wo? Ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten. Auch am Feiertag doch nicht. Oder ruft ihr am Feiertag auch die Leute an? Nee, aber morgen bin ich bei meinen Freunden eingeladen. Ach, da ist Party angesagt. Oh, dann müssen wir Party zusammenlegen. Dann müssen wir uns in der Mitte treffen, nehmen ein Picknickdecken und dann Party. Also ihr müsst Mittwoch nicht arbeiten, ja? Dienstag? Ja, Mittwoch ja, da muss ich arbeiten. Ja, aber Dienstag nicht. Nee, Dienstag nicht. Weil das merkt man dann immer, weißt du, wenn dich an Feiertagen Leute anrufen, was zu verkaufen, das sind dann der Callcenter aus Türkei und Bosnien, weil da gibt kein Feiertagen. Ah. Dann sind wir Leute, habt ihr kein Frei heute? Und dann so, blöd, jetzt weiß der, wo wir herkommen. Weil da ist ja jetzt, vielleicht haben Sie gelesen bei, wie heißt das hier, bei Spiegel stand so große Reportage, dass da ganz viele aus Türkei anrufen. Sind Sie auch in Antalya? Nein, ich bin in Hamburg. In Hamburg, das ist gut. Da habe ich auch mal gewohnt, da hatte ich noch andere Namen. Mhm. Da. So. Was machst du? Beeil dich mal. Oh, jetzt liegt der da, warte mal. Ja. Blöd, steh auf, du hast Auftrag bekommen. Hol die Papiere. Alter, lass mich in Ruhe. Steh auf, Suka. Ich leg dich sonst bei Badewanne drinnen. Ich mach das selber. Ich werde mal bei seinem Strang gucken. Oh, scheiße, Dreck. Blöd, du musst mal dein Zimmer auf, da kommt alles entgegen. Was ist das? Oh, diese komische Elefantenbibel von den Indern. Kennen Sie das? Was? Diese Elefantengott mit 10 Armen. Oh nein, ich hätte hier auch stehen. So viele alte Sachen. Oh cool, Diablo 2 muss ich nachher mal spielen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, hier ist, wenn irgendwo auch Bernsteinzimmer drinnen. Das große Chaos hier. Das geht ja gar nicht, blöd. Mit sowas wohne ich zusammen. Scheiße, blöd. Ich hoffe, das wird nicht aufgenommen, so wie ich hier am Fluchen bin. Nö, nö. Oh, irgendwie schade. Wäre fast gut für Comedy, diese Situationen. Aha. Oder nicht? Ja, hört sich ganz interessant an. Schön zum Lachen. Entschuldigung. Das ist ja schön. Haben Sie immer schöne Anrufe oder sind auch schlimme Menschen darunter? Ist verschieden. Mal was, so, mal so. Was war Ihr schlimmstes Erlebnis bei Callcenter? Oh.
Schlimmstes? Bei mir gibt's eigentlich nichts Schlimmstes, was Schlimmes. Na, also, keine ganz schrecklichen Kunden? Ach, nö. Nicht? Nö, kann ich nicht sagen. Weil ich hab mal einen Kumpel, der hat mal eine Zeit lang da arbeitet, ist immer mit so einer riesen Fresse nach Hause gekommen. Da alles Arschlöcher, alle anschreien, alle auflegen. Gibt es welche, ja, aber doch, ach, da lacht man drüber. Da, ja gut, wenn sie da so gut mit umgehen können, dann passt das ja. So ist es. Ich habe keine Ahnung, was der diese ganzen Sachen hier hingelegt hat. Ich würde sagen, das ist dann seine Schuld, dann werden wir Gas abstellen und dann muss der mit einer alten Blechtonne kochen, wie bei Straße in New York. Passen Sie auf, ich mach's andersrum. Wenn er wieder mal nüchtern, also wenn es ihm besser geht, ne, dann würde ich sagen, melde ich mich Mittwoch nochmal. Nüchtern und besser geht, ist das die Frage, ob es einem dann besser geht, weil eigentlich ist es auf Niveau bleiben, das ist in Ordnung, sonst alles Kopf kaputt. Das kommt drauf an. Kopf kaputt, blöd. Dann aber zu Abend, würde ich sagen, weil der, falls er bis dahin wieder nüchtern, muss der arbeiten. Okay, dann machen wir es so rum. Ich melde mich Mittwochabend nochmal. Wie lange hat eure Killerbude denn offen? Nacht bis 20 Uhr. So lange? Ja, dann irgendwann so 18 Uhr oder so, würde ich sagen. Ja, so 18 Uhr hört sich gut an. Ja, vielleicht lebt er bis dahin wieder, ansonsten werfe ich den Treppe runter. Okay, also, ich bedanke mich. Ja, gerne. Bis dahin. Das war der Gespräch. Das wird dann, ja.